Du ja, gehst immer auf Therapie und Psychologie. Aber das stimmt. Also nochmal. Hi, Companeros, ich bin theologisch unterwegs und ich hoffe, ihr hattet eine gute Weihnachtszeit, ihr habt die Tage gut verbracht und genießt die Zeit jetzt irgendwie so ein bisschen zwischen den Jahren. Ich habe ein zweites Interview gemacht mit Marascha, die stelle ich gleich vor. Und ich möchte das euch wieder in zwei Teilen servieren, in Anführungsstrichen. Das eine ist heute so ein bisschen die Highlights aus diesem Interview und das andere morgen kommt dann in ganzer Länge. Das ist wieder über 50 Minuten für alle die da tiefer eintauchen wollen und die das nach dem heutigen Video vielleicht mehr interessiert. Ich war auch bei diesem zweiten Interview wieder total aufgeregt, irgendwie, ob ich alles richtig mache. Ich bin zu Marascha hingefahren, ich habe den Ort kennengelernt, wo sie lebt, ich habe ihren Ritualplatz kennengelernt, den sie mir gezeigt hat und so ein bisschen ein Feeling gekriegt, wie der Ort ist. Drüben ist die solidarische Landwirtschaft und wenn wir die Visionssuche haben, bekommen wir von da unser Gemüse. Ich habe das ganze Interview so geführt, dass ich erstmal Marascha ihre Geschichte habe erzählen lassen, ihre Biografie, wie sie zu dieser Arbeit gekommen ist. Und das fasse ich hier so ein bisschen zusammen. Sie ist in zwei Kulturen aufgewachsen. Ihr Vater ist, glaube ich, Iraner gewesen und die Mutter Deutsch. Und da hat sie schon mal so zwei Kulturen kennengelernt und war immer so Brückenbauerin und hat sich schon früh für das interessiert, was heilt. Und hat dann Psychologie studiert. Das ist so das Intellektuelle, wenn du willst. Und dann hat sie sich gleichzeitig mit diesen Natursachen, mit den Ritualsachen beschäftigt und ist da total tief eingestiegen und hat sowohl die Visionssucheleiterausbildung im weitesten Sinne in Tradition der School of Lost Borders gemacht, als auch nach Sun Bear, dem Bärenstamm, und hat auch da Doppeltes gelernt. Und ist da sehr in beiden Feldern, psychologisch und in dem anderen, sehr, sehr tief drin und arbeitet heute als Therapeutin und als Ritualbegleiterin. Und dann habe ich mir so ein paar thematische Blöcke überlegt, die mich interessiert haben an ihr, die zu diesem Kanal passen und von denen ich glaube, dass sie euch auch interessieren. Und der erste Block war so um das Thema Weiblichkeit, weibliche Spiritualität. Gibt es Unterschiede, gibt es andere Zugänge? Und ich zeige euch jetzt einfach, was Marascha dazu erzählt hat und blende das so ein bisschen über, weil es ja eine Zusammenfassung ist. Also erstes Thema, weibliche Spiritualität. Und ich kann vielleicht sagen, wann immer ich mich beschäftige, ob jetzt spirituell oder nicht spirituell, mit männlich, weiblich, geht es mir vor allem darum, wie kommen wir raus aus den Polarisierungen, wie kommen wir raus aus dem Statischen und wo ist quasi der Prozess des Miteinanders, aus dem das Neue entstehen kann. Also ich habe es jetzt Versöhnung genannt im letzten Buch. Weil es gibt natürlich unglaublich viele kollektive Verletzungen des Männlichen, kollektive Verletzungen des Weiblichen und viele kollektive Verletzungen männlicher und weiblicher Spiritualität. Wenn ich sie denn jetzt unterscheiden würde. Du musst auch gar nicht unterscheiden, aber umschreiben. Umschreiben, genau. Eher umschreiben. Also Frauen, sagt man, sind ja viel mehr sozialisiert im Miteinander, in der Gemeinschaft, im Unterstützen, im Helfen von der Kulturgeschichte her und in Empathie. Und was ich erlebe jetzt in Frauenkreisen, die quasi weibliche Spiritualität leben, geht es genau auch darum, diesen Raum zu haben für Austausch, für Empathie, für Verständnis von auch frauenspezifischen Themen rund um eigentlich die weiblichen Lebenszyklen und die weibliche Verbindung mit den großen Zyklen des Lebens. Wenn du sagst, da könnte noch viel mehr passieren in diesen Begegnungen und in diesen Verbindenden, spinn mal rum. Was denn? Was noch viel mehr passieren könnte, eben diese Auflösung der traditionellen Geschlechterrollen, ist zwar schon lange Thema, aber wenn ich jetzt mal nochmal auf eine ganz andere Ebene gehe, 1% des Weltbesitzes ist in Frauenhand. 1%. Dann zeigt es, was da noch für ein irre Ungleichgewicht ist, trotz aller Emanzipation, trotz allem Feminismus, trotz all dieser Bewegungen. Das war zum Thema weibliche Spiritualität und ein zweiter Themenblock, der mich sehr interessiert hat, war, was Marascha über
Gemeinschaft zu sagen hat, weil ich weiß, dass sie zum einen vor vielen, vielen Jahren angefangen hat, eine Gemeinschaft aufzubauen, eine sozioökologische Gemeinschaft, und dass sie da total intensiv eingetaucht ist und dass sie auch später raus ist aus dieser Gemeinschaft und jetzt in einer anderen Form damit assoziiert ist. Ich weiß, dass sie andere Gemeinschaften beraten hat, dass sie da Prozesse begleitet hat. Also ich glaube, dass Marasha total viel weiß über dieses Thema Community, Community Building, Gemeinschaftsbildung. Und das ist der zweite Themenblock, was sie dazu erzählen kann. Und deswegen ist auch mein Wunsch entstanden, auf dem Land zu leben. Ich habe vorher in Berlin gelebt, mitten im Pott sozusagen, in der Großstadt. Auf dem Land zu leben, selber Gemüse zu produzieren, wieder mit dem Land mich zu verbinden und das natürlich im sozialen Miteinander. Und eine Notwendigkeit, die ich schon sehe, ist weg von dem individualisierten Selbst hin in ein solidarisches Selbst des Miteinanders. Also vom Ich weg zum Selbst. Und das war so meine Inspiration, selber eine Gemeinschaft zu initiieren. Ich habe 3 Jahre lang geforscht, gesucht in Gemeinschaftsprojekten, Gemeinschaften beraten auch. Und dann eine eigene soziale, ökologische Lebensgemeinschaft gegründet, plus gemeinnützigen Verein zur Förderung nachbarschaftlicher Verbundenheit und friedensstiftender Werte gegründet, eine solidarische Landwirtschaft mitgegründet, eine GbR Photovoltaik mitgegründet. Okay, bist du heilig? Also, bei dir höre ich aber, dass alles 3 Ebenen, du die zusammen lebst, zusammen siehst und auch zusammen lebst. Und deshalb die Frage, ob du heilig bist. Ich habe sie alle im Bewusstsein. Ja. Und ich lebe sie mal mehr und mal weniger. Zurzeit würde ich sogar sagen, ich lebe sie eher weniger. Also ich habe mich so viele Jahre so viel engagiert, bestimmt 10 Jahre ehrenamtlich. Aha. Und so viel Kraft auch reingesteckt in diese Projekte. Und das Wir auch. In das Wir, in den Aufbau dieser Strukturen, mit all meiner Leidenschaft, auch Dinge gemacht, die ich nie vorher in meinem Leben gemacht habe, wie das komplette Dach zu decken von einem Bauernhof und Ausbau. Und aber auch, ich war einfach immer neugierig auf anderes, was ich noch nicht kannte. Und ich habe jetzt aber auch wieder eine Phase, ich habe mich ja von der Gemeinschaft zurückgezogen, bin dort auch ausgezogen nach 7 Jahren, weil ich auch nochmal was anderes im Leben leben wollte und vor allem so das Gefühl hatte, das, worin ich meine Kompetenz sehe, Menschen zu begleiten, Gruppen, Teams zu begleiten für ein besseres oder friedliches Miteinander. Für eigentlich meinen höchsten Wert im Leben ist Kooperation. Kooperation mit mir selbst, Kooperation mit der Erde, Kooperation im Miteinander und mit dem lebendigen Leben. Und das wollte ich einfach mehr noch in die, in die Gesellschaft auch tragen oder zumindest zu den Menschen tragen, in die Organisation mit reintragen, weil in der Gemeinschaft habe ich gemerkt, wir hatten uns immer vorgenommen, wir wollen nicht auf einer Scholle leben. Aber letztendlich war es eine Scholle. Ja. Und wir hatten dann unser kleines Refugium, total auf dem Land, schön abgeschieden und immer weniger eigentlich verbunden mit dem Wahnsinn, der da draußen läuft. Ja. Also das war das Thema Gemeinschaft. Und was ich da auch neu gelernt habe, von Marasha, das ist diese Zusammenschau von individueller Ebene und gesellschaftlicher Ebene, dass das zusammengehört und dass es nicht darum geht, aus der Gesellschaft wegzufliehen ins Individuelle und sich so eine kleine Insel zu suchen, sondern dass diese Gemeinschaften, so wie sie das versteht, dafür da sind, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Das war für mich ganz, ganz spannend. Und so eine Zusammenschau, so was Ähnliches, hat sie auch bei dem nächsten Thema, das sie reingebracht hat, weil sie nochmal hinweisen wollte auf Tiefenökologie, auf diesen Ansatz von Johanna Macy. Und da lasse ich sie am besten auch erstmal selber zu Wort kommen. Die Gesellschaft. Machen wir so gleich. Sollen wir jetzt weitermachen? Achso, hast du schon wieder angemacht? Ich habe schon wieder angemacht, ja. Achso. Das schneide ich weg. Keine Angst. Keine Angst. Also das ist auch eine Folge der Visionssuche, Erfahrung dieser tiefen Verbundenheit mit der Natur
Und eine Folge der tiefen Ökologie von Shauna Macy, die ja sagt, um etwas auf dieser Erde zu verändern, braucht es einerseits die Veränderung in der Bewusstseinsebene. Mhm. Ich bin die Erde. Es braucht aufhaltende Aktionen, mhm. wie eben sich auf die Schienen zu setzen, damit der Castortransport zumindest verzögert wird, ja. wenn auch nicht aufgehalten wird. Bis ich, die Polizei mich weggetragen hat, mhm. zu bleiben. Und drittens neue Strukturen und neue Formen eines anderen, nachhaltigeren Miteinanders zu kreieren. Mhm. Und in den drei, das hat mich immer fasziniert, diese drei Zugänge. Ja. Und damit will ich es für dieses kleine Highlight-Video auch gut sein lassen. Sie hat noch viele andere spannende Sachen erzählt über... Und ein Begriff, den du reingebracht hast und den ich auch immer noch ganz doll mit dir verbinde, ist dieser von Wounded Healer, vom verwundeten Heiler, von jemandem, der, ja, beschreib du das doch. Therapeutisches Arbeiten über Heilung, was wirklich heilt heutzutage, wie sie damit umgeht, wie Therapie und Visionssuche zusammenarbeiten können, wie man sie findet, wie man zu ihrer Arbeit findet. Also ihre Webseite verlinke ich auch in diesem Video unten, aber sie hat da noch viel, viel mehr erzählt. Und wenn euch das interessiert und wenn euch Marasha als Person interessiert, dann zum einen natürlich die Einladung, guckt morgen rein, da veröffentliche oder lade ich das ganze Video hoch. Und natürlich Marasha selber zu besuchen in ihren Seminaren, in ihrem Coaching, in dem, was sie anbietet. Guckt da mal rein, das ist wirklich eine Bereicherung und ich kann sie uneingeschränkt empfehlen. Ich glaube, ich höre nie auf zu suchen. Und alles, was sich einst einmal als Sicherheit zeigen mag, das kann auch schon wieder zerstört werden durch oder erweitert, ergänzt werden. Ja. Also ich sehe das nicht als was Statisches. Und zugleich habe ich schon so das Gefühl, dass ich für mich schon einen Platz gefunden habe darin. Und ich bin gespannt auf das, was da noch kommen will. Aber für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Rocky, was machst du denn da? Was machst du denn da? Willst du auch noch mal ins Bild? Komm mal her, guck. Guck da. Ja. Das ist unser... Ja.